Hey meine Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem YouTube-Kanal. ATS Sonntag wieder mal. Abo, liken, kommentieren natürlich nicht, wenn euch so ein Stuff gefällt hier. Heute mal wieder einen richtig geilen Truck mitgebracht, habe ich auch schon mal gezeigt, aber ist schon lange, lange her. Und jetzt ist er wieder da im Blade Shop, ist ein Paymod, ja. Felgen, Sound sind eventuell auch umsonst zu haben, aber ansonsten ist der Truck hier heute for paid. Und ja, richtig cooles Model, 1970 irgendwie, Double Eagle Sleeper, ne, sieht man auch nicht alle Tage. Und ja, wir müssen gleich noch den Anhänger abholen, wir sind hier in, Karte auf, Shiny und fahren natürlich auch die neue Karte in Nebraska und haben das JCB Cargo Pack natürlich geladen, also gibt es als neues DLC im Workshop, werde ich auch mal unten in der Beschreibung verlinken. Guckt da doch mal rein, ob ihr da Bock drauf habt, dann haben wir ein paar neue, ich sag mal, Frachtmodelle, die wir hin und her fahren können und ja, das schauen wir uns jetzt mal an, ne? Das Ding ist schon geladen, Gabelstapler und ja, würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Oldschool Innenraum, ne? Schaut mal hier, muss man hier durch dieses kleine Loch krabbeln. Aber da drin hat man dann eine Wohnung, ne? Also das ist ja schon richtig krass irgendwie, wie das so früher war. Also ganz anders, kann man mit heute gar nicht vergleichen. Ne? Aber der Luxus für Fernfahrten war gegeben. Wenn wir von außen gucken, haben wir eine Klimaanlage oben drauf und so weiter und so fort. Richtig cool, also richtig cool. Ne? Und deswegen zeige ich den Mod auch nochmal, das gab es früher nicht. Der Mod war eine ganze Weile bei Blade auch nicht im Shop zu kriegen und jetzt ist er wieder da, überarbeitet. Ich finde, es sieht super geil aus. Deswegen habe ich auch gar nicht erst irgendwelche Lackierungen drauf gemacht oder so. Einfach nur eine Farbe. Chrome, Chrome, Chrome. Ist irgendwie echt richtig schönes Ding. Ja, wir fahren Slow Jerry Sound. Da muss man irgendwie so einen kleinen Patch von, den kriegt man aber mit dem Download des Trucks dabei. Dann kann man auch die Slow Jerry Motoren, die älteren Modelle fahren. Und da habe ich mich heute für den Cummings NTC entschieden. Open Pipe natürlich. Und ja, würde ich sagen, let's go, wir holen den Anhänger. Ja, Fuel Tracker ist irgendwie ausgefallen. Keine Ahnung warum, funktioniert heute nicht. Eigensinniges Gerät. Passiert nicht ganz so oft, dass ich ihn gar nicht zum Laufen kriege, aber diesmal. Irgendwie gehe ich gar nicht zum Laufen gekriegt. Sitze ein bisschen weit hinten in meinem Sitz. Aber sonst kommt man gar nicht in die Spiegeloptik. Alles frei. Wir müssen irgendwas um die 8 Uhr morgens haben. Also bleibt es auf jeden Fall hell. So, wo man denn stehen hier? Da steht er doch. Ja, auch der Lowboy ist ein bisschen verändert. Den Mod schmeiß ich auch mal unten rein von Bourbon. Und auch viel Chrom. Aber da könnt ihr dann noch Lampen dran setzen und so weiter und so fort. Was ein geiler LKW. Müssen gleich aber das Fahrwerk ein bisschen hochsetzen.
Brücke passen. Yes. So, schauen wir uns mal an, was wir geladen haben. Ja, einen schönen Frachtstapler. Einen richtig langen Auslegearm. So ein JCB. Cooles Teil. Also wieder mal richtig schöne. Ich gehe, glaube ich, sogar mal extra in die freie Kamera. Oh, hier Fotomodus ist auch okay. Dann können wir mal ein bisschen näher rangehen. Wirklich gut, ja. Ja, nice. Wieder ein bisschen mehr realistischen Kram hier drin. Finde ich geil. Weiter so, würde ich sagen. Ein paar schöne Screenshots gemacht. Wenn ihr da mal reingucken wollt, die haue ich immer auf meine Facebook-Seite. Also, wenn ich so ein Video mache, mache ich auch zahlreiche Screenshots, die ich dann, die schönsten davon, tue ich dann auch aufs Facebook-Profil hochladen. Ja, los geht's. Ah, es geht nach Scotts Bluff. Das ist ein externer Auftrag, also sollte sogar fürs Event zählen. Ja, nice, oder? Also das ist doch mal ein echt wunderschönes Gespann. Ich hätte den Trailer noch in blau machen sollen, ne? Naja, gut. Egal. So sieht's auch nice aus. Felgen sind die Rate O Development. Ne? Oh, da ist die Ausfahrt. Ah. Stolze PS haben wir. Also älterer Tag ist wahrscheinlich sogar der sehr realistisch mit der PS-Zahl. Wahrscheinlich hatten die noch viel weniger. Denn die neueren Motoren von Slow Jerry waren noch nicht kompatibel, also es ging wirklich nur die älteren. So, mal aus dem Navi schauen. Links müssen wir. Oh! Ja, habe die Tasten ein wenig anders belegt jetzt, weil ich einen anderen Schaltknopf habe. Und da muss ich mich selber erstmal noch mal kurz dran gewöhnen hier. Ja, 1,50 frisch drauf, Nebraska frisch drauf. Wir haben ein DLC bekommen, also es wird Stuff nachgeschoben ohne Ende, würde ich sagen. Ja, also da läuft was und das macht uns, glaube ich, alle sehr glücklich. Also, ach, da war früher der Blinker auf dem Knopf, sorry Leute. Oh, rot. Ich sehe nix. Auch eine ziemlich kleine Scheibe. Das war grün, naja, egal. Ja, das sieht echt super aus. Geile Mods. Besucht gerne mal die Seite da. Und schaut euch mal um, was er da noch hat. Ich habe auch den Western Star, den Autotransporter, schon vorgestellt. Kann man auch als normalen Truck fahren. Also muss nicht als Car-Hauler gefahren werden.
Und ja, Peterbilt und noch vieles anderes Zeug. Ja, also. Verdammt viel Verkehr hier, was ist denn das? So 16 immer noch nicht so richtig hell, also wird sie immer noch an wie früher morgen. Nur komm. Also ist schon irgendwie urig, ne? Der Kasten da hinten drauf. Also Double Eagle Sleeper. Drei-Zimmer-Wohnung für monatelange Reisen wahrscheinlich. Oh nein! Ich will da noch rüber. Oh, haben wir noch geschafft. Das ist auch grün, wunderbar. Nicer Sound. Oh, jetzt haben wir da eine Ampel verpasst. Weil es so schön aussah. Gut, dann halt nicht ohne Tickets. Da ist noch eine Ampel rot. Nicht noch ein Ticket direkt jetzt. Oh, ich blinke. Das ist auf jeden Fall kernig. Das ist das erste Video, was ich aufnehme mit meinem neuen Schaltknopf. Das ist ein bisschen ungewohnt jetzt hier mit der Schaltung und so. Das ist die Getriebeebenen und H und L und so hatte ich alles. Also Range und Splitter hatte ich eigentlich vorher auf dem Lenkrad auf Knöpfe liegen. Muss ich kurz dran gewöhnen. Aber das geht irgendwie ganz gut über, muss ich sagen. Das dauert gar nicht lange. Das schaffen die 445 nicht. Was haben wir denn? Wie viele Tonnen hier überhaupt? Mal gucken. 11 Tonnen. Oh, das ist schon ganz schön am Zurren für 11 Tonnen.
Redland, Redland. Der Sound ist super geil. Zu eng werden. 8L. Obwohl, geht. Macht er gut. Hier auch auf dem vom Workshop die Realistic Graphics and Weather Mod noch drauf. Und mal gucken, wie die funktioniert unter 1,50 und wie ihr seht, klappt ganz gut. Haben jetzt gerade nicht extremes Wetter oder so, aber wenn man da in dem Regenwahrscheinlichkeitsregler rumspielt, da kann man sich schon mal richtig in Sturm und Gewitter wiederfinden. Ne? So ein bisschen. Man sieht es auch ein bisschen, finde ich. Ja, nice, mal wieder eine Runde in dem Trendstar zu machen. Wunderschöner Truck, wie ich finde. Also das ist mal einer der schönsten Cap-Over-LKWs, die wir hier im Game überhaupt bewegen können. Thank you.
Scott's Bluff, Erstaufenthalt. Willkommen. Scott's Bluff. Cooler Name irgendwie, oder? Da würde ich mal irgendwie gerne wissen, warum das so heißt. Ja, 1,50 ist auf jeden Fall super geworden. Ich bin total zufrieden. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr dazu sagt. Ne? Gefallen euch die neuen Features? Gefällt euch das animierte B-Laden und Entladen? Was sagt ihr denn zu dem JZP-Pack? Zu teuer? Oder ist es vom Preis gerechtfertigt? Bei mir stellt sich die Frage nicht. Ich zeige das gern für Leute, die das sehen wollen hier, und deswegen kaufe ich das so oder so. Deswegen werde ich mich da jetzt nicht so zu äußern. Aber letzten Endes ist es so, alle müssen Geld verdienen. Oh, ich habe falsch geblinkt. Und das eine oder andere gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Aber es ist okay. Ich fand's okay. Wir haben wieder wunderschöne Models mit License-Namen. Ne? Also, das ist ja wichtig. Für manche wieder eine Mod weniger, die sie benutzen müssen. So, müssen wir hier rechts, ja, müssen hier rechts. Oh Gott. Ist mein Abladeplatz. Wie gesagt, links von uns. Da. Aber heute mal den guten Platz gekriegt. Ja Leute, denkt dran, ab Juli bin ich in der Sommerpause bis Ende August. Da gibt es dann zwar trotzdem so ein bisschen Stuff Livestream-mäßig oder spontane, mal ein Shorty oder irgendwie was Kleines. Aber ich werde nicht viel Zeit haben in der Sommersaison und viel Arbeit, viel Urlaub. Und nein, nicht viel Urlaub, viel Arbeit. Aber auch Urlaub. Und ja, freut mich, wenn er dabei gewesen, wenn er dabei bleibt und auch, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und ja, ich bin ein bisschen in Eile, wie ihr merkt. Ich muss das Video schnell fertig machen. Auch jetzt, Zeit ist rar. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Geiler Truck. Geht mal bei Blade auf die Seite. Und ja, schaut euch einfach mal an, was da gibt. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bye.